Lieben, da sind wir wieder. Und zwar mit unserem ersten richtigen Tauschpaket. Und ich bin so wahnsinnig aufgeregt. Du auch? Bist du auch aufgeregt? Ja. Ja, und mit dabei natürlich wieder, da liegt sie, schon wieder. Wie immer, das Paket kam am Mittwoch, war es, glaube ich. Ja. Und die Katze war jeden Tag an dem Paket schnüffeln. Wir haben da vorhin schon mal reingelunscht, ne? Da sind noch ein paar Leckerlis drin. Entweder war es deswegen oder weil die liebe Tanja, von der das Paket ja kommt, genau, die hat ja drei Katzen, vielleicht war die deshalb auch so neugierig. Auf alle Fälle haben wir hier eine kleine Post. Ich habe ja auch... Das Hündchen ist süß. Ein Bild gemalt von den drei Katzen. Das ist ja bei der Tanja im Video, ja. Ne? So, liebe Stefanie, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Paket. Das Feenpäckchen ist für die Kleine. Die Kleine mit zwei E. Liebe Grüße, Tanja. Dann wolltest du das Feenpäckchen mit zuletzt machen, ja? Ne? Dann leg das mal zur Seite. Ganz schön schwer. Ich kann leider die Päckchen nicht alle auf den Tisch legen. Dafür ist unser Tisch zu klein und einen anderen haben wir nicht. Fangen wir mal mit den Leckerlis an. Die lachen mich nämlich schon an hier in dem Paket. Für die Katze. Diese Sticks, die mag die ja sowieso, ne? Da gibt es auch, glaube ich, keine Sorte, die sie nicht frisst. Und Leckerlis überhaupt. Das wundert mich nicht, weil das nicht auf der Heizung liegt. So, na dann. Gibst du mir? Ja. Perlen. So schimmernde und ich glaube, so die Oberfläche. Ja, wie ist die denn? Raschen wir nicht so sehr rum, das hört doch dann keiner mehr, was wir erzählen oder nicht erzählen. Ich glaube, irgendwo habe ich so ähnliche auch schon, aber viel kleiner. Ja. Ich habe irgendwo davon ganz, ganz kleine Perlen. Die sind so ein bisschen, also die silberne sieht aus wie Alufolie. Die sehen alle irgendwie aus wie Alufolie. Oh, die sind aber süß. Die haben wir aber noch nicht. In ganz vielen schönen Farben. Ja, vielen lieben Dank, Tanja. Perlen kann man immer gebrauchen, ne? Nur mit der Aufbewahrung habe ich es im Moment eben immer noch. Dann haben wir noch so ein schönes kleines Döschen mit Blättern. Ganz klein. Und da sind ja so viele drin. Meine Güte, Tanja, hast du davon so viele, dass du so viele abgeben kannst? Das sind ja keine Ahnung, wie viele. Ich kann so schlecht schätzen. Schon immer. Ich krieg die Dose nicht auf. Was sagt man dazu, Cassie? Ich denke, neuen Außenblumen. Moment, ich muss ein bisschen kummeln. Ich wollte mal eins rausnehmen. Ach Gott, die sind ja winzig. Kriege ich das jetzt festgehalten? Die sind ja süß. Dankeschön, Tanja. Da freue ich mich. Und so viele gleich. Kann ich ja das Klebeband auf den Tisch packen? Jetzt haben wir hier Holzblumen. In grün, orange, rot und ja, gelb, gelb-orange. Die sind auch toll zum Aufklemmen, ne? So auf allen möglichen Papierkram. Oder man macht Löcher rein. Und hängt es irgendwo dran. Na eben, hier haben wir noch mal größere davon. Große Blumen, die könnte man auch schön an den Türkranz, könnte ich mir die vorstellen, gerade jetzt für den Frühling. Ne? Wenn wir wieder Türkranz machen, könnte man die auch da drauf kleben. Dankeschön, Tanja. Und noch mal Blümchen. Kleine Holzblümchen. Kann man einen ganzen Kranz mit Blumen machen. Ja, ich finde die richtig schön.
So, was hast du da noch? Verpacktes, verpacktes. Wollen wir mal versuchen zu raten? Ich bin im Raten eben leider auch so schlecht. Hast du schon mal gefühlt? Also bei meinen könnte es ein Buch sein. Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann machen wir es halt nicht auf. Das nächste mache ich genau. Das nächste machst du auf. Ja, müssen wir hinter der Kamera machen. Ich habe sonst Angst, dass ich das Ding umreiße. Deko-Klebeband. Glitzerndes. Ist auch sehr schön. Washi-Tape. Aber das Glitzernde klebt immer so schlecht, ne? Macht aber nichts. Wenn man da Leim drunter pappt, klebt das auch. Sieht aber sehr schön aus, ne? Die Farben haben wir, glaube ich, auch nicht, ne? Nee. Nur Violett, Orange und Grün, glaube ich, bis jetzt davon. Dann haben wir hier noch Motivklebeband. Mit Sternchen. Bunte Sternchen, weiße Sternchen, rote Sternchen. Sehr schön. Dankeschön. Moment, das war noch nicht leer. Ja, ja. Immer langsam. Stoffband. Geschenkeband. Weiß-rot. Ja, passt überall dazu, ne? An Anhängsel dran, auf Karten geklebt oder für Goodiebags oder was auch immer. Eins haben wir da noch. Ah. Oh, ein Spitzenband. Auch sehr schön. Vor allem, das ist, glaube ich, warte mal, mal kurz gucken. Ich habe sowas nämlich noch gar nicht. Solches selbstklebende, also glaube ich zumindest, dass ich das noch gar nicht habe. Kriege ich das wieder nicht aufgefummelt hier? Aber das ist doch, das ist selbstklebend. Hier Klebeband dahinter, was man abziehen kann. Also Klebeband. Hm. Die Folie, die kann man natürlich dann abziehen und dann klebt das. Das ist natürlich auch sehr schön und äußerst praktisch. Da braucht man sich mit dem Klebestift nicht so abmühen. Und dann kleben die Finger mehr als das Band. Hatten wir ja jetzt erst, ne? Beim Basteln. So. Hier noch eins. Und? Hast du da gefühlt? Ja, ich glaube, hier ist auch Washi-Tape oder so. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, mein Akku hält durch. Der ist nämlich leider nicht ganz voll. Ich hatte das vergessen anzustöpseln. Gestern Abend. Wenn man so spät nach Hause kommt, fällt man nun mal einfach um. Ach du meine Güte, liebe Tanja. Ach du meine Güte. Was ist denn, ach du meine Güte? Da, wie sie das eingepackt hat. Das sind, warte. Sticker sind das. Yay. So kleine Bögen. Wo gibt's die denn? In Kick oder so kleine habe ich noch nie gesehen. Oder hier nach Action. Im Action, da habe ich die aber auch nicht. Na gut, wir waren ja ne, das erste Mal Action. Ja. Wir waren ja total überfordert. Haben die schon wieder neue Sachen. Hier gucken, da gucken, dort gucken. Oh, ich liebe ja dieses Essenszeug zum Aufpoppen. Ich auch. Find das total toll. Guck mal, die Hasi ist da unten. Und der Schneemann. Oh. Ist das niedlich. Warum fährt man eigentlich auf sowas ab, ne? Also solche Essen zum Aufkleben oder Kabutschons oder, was aussieht wie Kuchen, Donuts, Pizza oder sonst was. Ach, ich finde das irgendwie total toll. Ich habe auch irgendwo so einen Stickerbogen, aber ich weiß nicht wo. Der ist auch so mit Eis und so. Dann musst du mal suchen. Hier haben wir noch einen. Sind das die gleichen? Ja, sind die gleichen. Nur einmal eben mit grün dann, ne? Mit grünem Rand und hier mit violettem Rand. Oh, der Teebeutel. Herrlich. Ups. Nicht wegschmeißen. Dann hier auch nochmal. Ah, nochmal die gleichen.
Wieder nur mit einem anderen Hintergrund. Und das sind jetzt aber, denke ich, andere, oder? Das sieht so, ne? Wie nennt sich es jetzt wieder? Ja, es sind andere. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Da gibt es da auch einen Namen dafür, für diesen Stil hier. Das fällt mir überhaupt nicht ein gerade. Warte mal, bitte. Ja, das sind die gleichen. War auch sehr, sehr schön. Sind auch immer, guck mal, hier sind auch, glaube ich, immer die kleinen. Nein, nee, nicht ganz. Nee, doch nicht. Manche sind doppelt, aber dann auch mit verschiedenem Hintergrund. Die Schmetterlinge sind hübsch. Könnten fast Tattoos sein, oder? Sind ja was dicker. Wenn man denn so farbige hat. Also ich mag ja die farbigen nicht so. Ich habe zwar eins, aber nicht farbig. Ist das gleiche. Ich finde die toll. Ich finde auch das hier mit diesen Noten toll. Herzelnoten. Sehr schön. Danke, Tanja. Mamas Vielen Wunsch. Lieben Dank. Mamas Wunsch geht in Erfüllung. Mein Wunsch geht in Erfüllung. Little Twinsters. Little Twinsters. Och. Moment. Mal gucken, ob ich das aufkriege, ohne das kaputt zu machen. Stickerflicks. Stickerflicks sind ja sowieso toll. Irgendwie. Obwohl, eigentlich sind das ja auch nur Sticker, ne? Aber... Die Tüte alleine ist ja schon toll, ne? Guck mal. Mit Little Twins. Und diesem Pony. Wolkenpony. Oder wie auch immer. Keine Ahnung. Hat das eigentlich auch einen Namen? Sag jetzt einfach weiß ich nicht. Wolkenschafpony. Oh. Und da sind ganz viele. Oh je, wenn ich die jetzt einzeln zeige, macht mein Akku dann, glaube ich, nicht mehr mit. Ganz, ganz viele. Da ist auch das Wolkenpony. Oder wie auch immer das nun heißt, ne? Sind auch doppelte drin. Na Gott sei Dank, sonst kann man es ja wieder nicht verkleben, ne? Da ist man ja dann wieder geizig. Ach nee, verpappe ich das jetzt, verpappe ich das nicht? Wenn ich es verpappe, ist es ja weg. Ich ärgere mich so oft, wenn ich tolle Sticker irgendwo sehe. Schnappe mir einen Bogen, nehme den mit, dann verbastle ich davon was und dann ärgere ich mich und denke, Mensch, warum hast du das nicht zweimal mitgenommen? Ist aber auch eine Platzfrage manchmal, ne? Wenn man alles doppelt und dreifach hat, wo packt man es hin? Das ist auch süß mit den Luftballons. Du starrst das Papier. Die sind echt, echt richtig toll, liebe Tanja. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Danke. Ach, danke. Mal gucken, ob ich das jetzt wieder in die Tüte gefummelt kriege. Wie hast du das eingepackt? Gut zugeklebt eben. Oh. Was hast du da Schönes? Das zeigst du. Na dann. Ja, mal so. Stoffband. Stoffband. Das ist, glaube ich, auch so. Cupcakes und Eis. Ja. Das ist ja auch total niedlich. Wir sind schon gleich bei 14 Minuten und wir haben hier noch ein paar Päckchen. Ach du meine Güte. Hier auch so eine rosa Muffin. Das ist auch toll. Das ist, glaub, oder? Täusche ich mich jetzt? Ist das vom Teddy? Würde ich jetzt sagen. 2 Meter. Ja, da liegt doch was. 2 Meter sind auch immer schnell verbastelt, ne? Da liegt noch was. Fummel ich noch mit in die Tüte. Dann pack du mal das hier. Was Hartes, Eckiges. Ich weiß es, was das sein könnte. Was hast du dir gewünscht? Hab ich mir gewünscht? Na dann guck mal rein, mach mal auf. Könnte sein, dass es das ist. Könnte auch sein, dass es was anderes ist. Ja, es ist es. Die Perlenbox, die musst du aber da hinhalten, ja. So sieht es ja keiner. So, man merkt, ne, wir sind heute so aufgeregt. Oh,
Eulen reingepackt. Vielen, vielen lieben Dank, Tanja. Eulichumps. Dann haben wir hier noch Herzchen. Da haben wir ja auch so Sticker davon, von den Herzchen. Also das sind die Halbperlen, so, meinst ja, die du, Halbperlen zum Aufkleben? Mhm. Da geht aber nur das Herzchen ab und weiter nichts. Also die Kleber. Na, der Kleber bleibt irgendwie mal in der Folie hängen. Ah. Perlen. Herziperlen. Dankeschön, Tanja. Sind auch toll, die sehen doch so ein bisschen. Schimmern die so wie echte Perlen, ne? Und dann haben wir hier noch so kleine Döschen mit Sternchen. Döschen? Fläschchen? Fläschchen. Und ja, so halt Gedöns. Gedöns. Bling, bling ist das, Cassie. Bling, bling. Dreiecke, Kreise, Sternchen. Kleine Flaschen sind ja so niedlich. Ich hab nur die mit dem Plastikstöppel da oben drin. Ne? Hm. Mit Korken sind natürlich. Die sind auch echt blöd. Naja, die sehen zwar süß aus, aber die sehen noch süßer aus. Und hier haben wir eine bunte Mischtüte mit Bling Bling. Glitzersteinchen. Glitzersteinchen mit runden, eckigen. Ja, ich glaube mehr. In ganz vielen verschiedenen Größen. Ne? Ganz, ganz kleine. Hier auf der Seite haben sich die ganzen kleinen gesammelt. Und größere dann dazu. Die sind immer toll zum Aufkleben. Auf Fimo oder so. Ich sag dir schon mal jetzt, liebe Tanja, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Schlüssel. Schlüssel sind immer toll. So, jetzt wissen wir wieder, ne, was wir mit denen anfangen sollen. Wie, was man mit denen anfangen soll? Natürlich weiß ich das. Ach so? Weißt du schon? Natürlich, zum Randbamseln. So stimmt, ja. Und so Acryl oder so, ne? Sehen aber ganz schön aus. Guck mal da. Sind hier oben so schön verschnörkelt, ne? Ich habe ja auch so eine ganz große Tüte mit Schlüsselchen, aber die, das sind eben ganz, ganz einfache. Und wenn man dann nur noch sind so schön verschnörkelt. Und wenn man dann nur noch einen hat, weiß man nicht, was man Schnörkel- machen soll. Dann haben wir hier noch so ein Paket. Das Papier ist auch schön. Wo gibt's das denn eigentlich? Mit den Schmetterlingchen. Raschel. Ein Stanzer. Mit kleinen Füßen. Ich war gestern war ich bei McGuides und ich habe nur Leim gekauft. Ne? Ich war ganz stolz auf mich. Ich habe nur den Leim mitgenommen, obwohl ich schon wieder zig andere Sachen in der Hand hatte. Unter anderem auch so einen Stanzer mit Füßen. Und da habe ich überlegt, nehme ich den mit fürs Babyalbum? Nehme ich ihn nicht mit? Ich habe nicht mitgenommen. Und jetzt hat die Tanja uns den geschickt. Ja, bloß gut, dass ich ihn doch nicht mitgenommen habe. Sonst hätten wir den jetzt doppelt. Das ist ganz, ganz toll. Den kann ich auf alle Fälle gebrauchen. Dankeschön, Tanja. Und hier sind Stempel. Ein Holzstempelset. Mhm. Da haben wir auch eins, aber das ist ein weihnachtliches, ne? Also ja. Schneeflocken und Sternchen und sowas. Ja. So, ich würde das jetzt wahnsinnig gerne aufmachen, wenn ich es denn aufkriegen würde. Hier haben wir noch zwei Pakete. Was? Ach so, hier klingelt es drin. Da klingelt es drin? Ich dachte gerade, irgendwas klingelt hier an meinem Fuß oder so. Dabei. So, ich hab's aufbekommen, meine Güte. Langer Kampf. Ja. Mal. Oh Gott. Ich hol das jetzt raus und krieg's da nicht mehr rein. Ich sehe es schon kommen, ne? Guck auch mal eins raus. Ach, Hilfe. Und Stempel. Na, die Motive sieht man ja oben drauf eigentlich, ne? Auf dem Bild. So, niedlich. Die haben eine schöne Größe, diese kleinen. Die kriegt man überall drauf, ne? Nee, andersrum. Und kleine Stempelkissen dazu. Ich weiß gar nicht, bei dem anderen, was wir haben, sind da dieselben Farben bei dem Stempelkissen dran? Auf jeden Fall ist das nicht dabei. Das ist so türkisblau.
Natürlich ist das auch praktisch, dass das schon in so einer schönen Kiste ist, ne? Es klingelt. Hört sich ja an wie der Schlitten vom Weihnachtsmann. Ich dachte, das wäre schon vorbei. Ho, 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 fröhliche Weihnachten. Hm, was könnte denn da jetzt drin sein? Auf jeden Fall Glocken. Ach, wirklich? Also so klingeling. Das hätte ich jetzt ja überhaupt nicht gedacht. Liebe Tanja, wie hast du das eingepackt? Das hätte ja jetzt selbst ich erraten, dass da Glöckchen drin sind. Stimmt ja, wir sollen ja selber... Also wir sollen wir sollten es auffetzen, stimmt, hat er so gesagt, ne? Ja. Wolle. Wolle und Bänder. Ach, meine Güte. In vielen, vielen Farben. Gelb, Pink, Rosa, Violett, Blau, Grün. Hörst du mal bitte auf, Dankeschön. Bist halt ein bisschen sehr schnell. Und noch ein paar breitere Bänder. Ja, finden wir auf alle Fälle auch eine Verwendung dafür. Was, weiß ich noch nicht, aber mir fällt bestimmt was ein. Und wenn nicht, wir haben ja eine... Na eben. Unsere, meine Cousine und Patentante von Cassie, die näht und strickt und häkelt. Ne, meine Welt ist das ja überhaupt nicht, solche Sachen. Aber die macht das ganz toll, die näht Taschen, Kissen und die filzt auch, ist auch nicht meins. Und zu Weihnachten, muss ich euch mal kurz zeigen, hatte die nämlich der Cassie das hier gemacht. Ist das nicht niedlich? Die Arme sind zwar ein bisschen schief, aber ist doch nicht so schlimm. Fände den total süß, vor allem ich würde sowas nie hinkriegen, würde ich auch nicht, wie gesagt, also so. Häkeln, stricken, nähen ist so nicht meins. Aber zur Not, falls mir für die Wolle gar nichts einfällt, dann wissen wir, wem wir es geben können. Und die freut sich dann auf alle Fälle. Liebe Tanja, ne, wenn wir dann das weitergeben dürfen. Hier haben wir schon die ersten Glocken. Glöckchen. Rote. Rote Glöckchen. Glöckchen gehen immer überall dran. So. Klingeling. Liebe Tanja, da können wir ja eins der Sammy und eins können wir ja selber verpassen. Da ist noch so ein Päckchen. Ja, mal schauen. Also die Bänder werde ich mir auf alle Fälle rausnehmen. Und mit dem schauen wir mal. Entweder fällt mir was ein oder wie gesagt, wir geben es weiter. Und die kann das auf alle Fälle gebrauchen, ehe es dann rumliegt. Ne? Das wäre ja auch schade. Wir haben hier auch pinke Glöckchen. Die Farbe ist toll. Mhm. Vor allem Tanjas Farbe, ne? Sieht man. Sind aber wirklich schön. Unser Sofa ist voller Papier. Und hier haben wir noch. Der hat keine Augen. Oh doch. Blau, blau, türkis. Ja, über die Farbe kann man sich jetzt wieder streiten. Blau. Das ist blau, Mama. Warum kopierst du das nicht? Haben wir jetzt alle Glöckchen? Ja. Mal noch mal. 1, 2, 3 Tüten. Da sind ja auch so viele drin. Meine Güte. Dankeschön, liebe Tanja. Da freue ich mich. Vor allem über die bunten Glöckchen. Davon habe ich nämlich fast gar keine. Außer die, die in der Wundertüte von Swantje drin waren. Das kleine Tütchen. Mal noch ein Päckchen. Noch ein Päckchen, warte mal. Was könnte da drin sein? Keine Ahnung. Eine Schachtel mit Perlen oder sowas? Nee. Die würde man, glaube ich, rollen hören. Ich weiß es nicht. Fetz auf. Reiß auf. Mach mir den Aufreißer. Oh, was ist denn das Tolles? Metall-Deko-Girlande? Sowas habe ich ja überhaupt noch gar nicht. Liebe Tanja, ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Kann man das aufkleben? Als Schablone benutzen? Keine Ahnung. Übrigens, Mama, das ist keine Dose. Fühlte sich so an. Ich habe keine Ahnung. Es sieht auf alle Fälle sehr schön aus. Also ich würde das jetzt, glaube ich, irgendwo raufpappen.
Tanja, das musst du uns noch mal verraten, was man damit veranstalten kann. Sowas habe ich noch nie gesehen, noch nie in der Hand gehabt. Auf alle Fälle sieht es toll aus. Vielen lieben Dank dafür. Etwas zum Backen oder zum Seifengießen. Herzlein. Siehst du, das war doch eine Verpackung. Ja, schön. Eine Schachtel. Eine Silikonform mit Herzies. Wie die jetzt hier rausgezogen? Doch. Moment. So, jetzt. Herzileins. Ja, werden wir auf alle Fälle. Wir wollten ja zu Ostern noch mal Seifen machen. Ne? Ich habe mir auch jetzt noch mal welche nachbestellt. Die kam auch die Woche an. Ein ganzes Kilo. Diesmal gleich. Da werden wir die auf alle Fälle mal benutzen, denke ich. Ja? Dankeschön. Ui, war das schon so kaputt im Karton? Ja. So, da weiß man mal wieder, ne? Deswegen packe ich auch immer so viel lieber Papier und Folie und was weiß ich nicht drumherum, weil so war das da drin. Hm. Ja, weil es bei der Post zack, zack, zack gehen muss. Na klar, die haben ja auch ihre Zeiten, aber die schmeißen manchmal doch ganz schön durch die Gegend. Papier, Papier. Ich liebe Papier. Nee, das ist kein Papier. Das ist kein, aber das hier. Moment. Das ist Papier. Das ist Papier. Blümchen. Ach, das war das vom... War das das vom Kick? Diese großen Kilopacken? War das das? Ich weiß es jetzt gar nicht. Weil das hier, das mit den Punkten, das kommt mir bekannt vor. Die anderen allerdings nicht. Hm. Weiß ich jetzt nicht, ob die das waren. Aber ich glaube, das hatten wir doch auch, ne? Und das glaube ich auch. Was hier danach? Aber die anderen sagen mir irgendwie nichts. Hm. Weiß nicht, ob es da verschiedene Packen gab. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber Papier verbasteln wir ja sehr häufig und sehr viel, ne? Für Karten und so weiter. Die Schmettis sind süß. Die Farben gefallen mir ja wieder. Total gut. Gerade auf Papier und so. Einmal liebe ich ja so Herbstfarben. Und Herbst ist ja meine Jahreszeit. Ich liebe Herbst. Das ist auch so schön. Und so pastellige Farben. Die liebe ich ja auch. Vielen, vielen lieben Dank, Tanja. Moment, kann ich erstmal das Papier fertig machen? Es ist heute irgendwie total durcheinander. Stimmt, ein Block und ein paar einzelne Blätter. Einmal diese. Die haben wir noch nicht. Häuser stehen noch im Kopf, ne? Ich halte es wieder genau verkehrt rum. Blumen. Dann, nee, es ist ein anderes Muster als das vorhin. Dieses. Nochmal Häuser und auch verkehrt rum, meine Güte. So rum. Die gefallen mir mit den Bäumchen hier dazu, das ist niedlich. Dieses. Könnte man auch zerschnubbeln, ne? Und kleine Nachrichten draufschreiben. So, meinst du? Ja. Blumen, Pünktchen. Das ist auch schön. Tüdelü, tüdelü. Rahmen und ja, Kameras. Einmal diese und noch so einen kleinen Block. Punkten. 1, 2, 3 Mal ist das immer. Große Punkte, kleine Punkte. Die Farben sind auch schön. Die gefallen mir. Dieses. Das hier. Blumen. 1, 2, 3.
Waren das jetzt zu viele? Nee. Was ist das nächste? Blümchen und Herzi. Herzilein. Noch mehr Blümchen. Bei uns bricht der Frühling aus hier heute. Schön wär's. Ich hasse den Winter. Vor allem, wenn ich Auto fahren muss. Zeitig im Dunkeln, Massen von Schnee und Glatteis. Wunderbar. Ich liebe es. Schon alleine, wenn man eine halbe, dreiviertel Stunde braucht, um das Auto auszugraben. Und deshalb um 4 aufstehen muss. So, und dann haben wir hier noch. Das ist ja gar nicht riesig. Haben wir hier noch. Auch noch Papier. Mit Glitzer. Mit Glitzer. Melonenpapier. Melone, Zitrone. Limone. Das ist ja schön. Oh, das Papier ist so toll. Kann man das sehen? Doch. Dass das so schön glitzert. Das traut man sich ja dann wieder nicht. Na gut, es sind 1, 2, 3, 4 gleiche Bögen. Na, eventuell kann man dann vielleicht doch was davon verbasteln. Pünktchen. Das sieht nach Urlaub aus. Nach Safari. Safari? Mhm. Unter Palmen am Strand, das wäre es jetzt, hä? Mhm. Mm. Knutsch, knutsch. Noch dieses. Dieses. Bündchen. Bündchen, naja. Ja, so und so eine Art so Leopardenfleckenmuster. Ja, Leopardenfleckenmuster. In bunt. Und das hier. Auch schön. Vielen, vielen lieben Dank, Tanja. Das Papier ist echt richtig toll. Das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Und was haben wir hier? 3D. Hast du schon reingeguckt? Ja. Stanzbögen. Aha. Happy Birthday to you. Da müssen wir noch eine Weile warten. Vögelchen. Das ist schön für, könnte man auch für Ostern nehmen. Oder für die Vogelhochzeit. Na, die ist ja nun vorbei, die Vogelhochzeit. Ja. Da müsste man noch lange, lange, lange. Ich kenne auch keinen Erwachsenen, der Vogelhochzeit noch feiert. Mm. Ein Papageien ähnliches Vogeltier. Keine Ahnung, was es für einer ist. Also so Papagei, Wellensittich, Kakadu kenne ich noch, aber dann hört's auf. Ein Ballon. Ballonchen. Ui, der kommt so hingeflogen. Wieder fort. Ich würde ja gerne mal so eine Ballonfahrt machen. Würde mich ja interessieren, aber billig ist das nicht, ne? Mhm. Ein Baby. Muffin, Cupcake, wie auch immer. Und ein Hasi. Mit Krone, guck mal. Ich bin der Hase. Mit Krone und Kette. Noch mehr Hasis. Ach guck, da können wir doch für Ostern basteln, hä? Ich bin der Osterhase. Ich bin der Osterhase. Vögelchen. Die Dinger sind ja auch. Das gefällt mir gut. Das werde ich vielleicht eventuell auch in dem Baby-Abo mit verbasteln. Mal gucken. Ein Flamingo. Den kenne ich. Ich würde ja jetzt sagen, ich habe es nicht so mit der Vögelei. Mit Piepmetzen, meine ich natürlich. Dreams. Noch ein Piepmatz. Das könnte jetzt ein Kakadu sein, ne? Die haben doch immer so eine tolle Frisur da oben.
auch ein Vogel. Den könnte man auf die Karte von der Oma machen, oder? Die hat doch bald Geburtstag. Müssen wir mal gucken, ob nun Rotkehlchen oder den Vogel, der ist auch schön. Und eine Ente? Ente? Gans? Ich glaube, eine Gans hat einen längeren Hals. Ente. Dankeschön, Tanja. Können wir auf alle Fälle gut gebrauchen. Möchtest du? Jetzt haben wir ein anderes Papier. Ja. Ein Knutschipapier. Das fetzt auch. Auch fetzen. Fetzen, fetzen, fetzen. Oh, oh. Oh. Sticker, Glitzersticker, so 3D. Aber die sind nicht aus Papier, ne? Ich glaube, nee, das ist Folie. Die sehen ja toll aus. Ah, die traut man sich doch wieder nicht zu verkleben. Mensch. Tanja. Ah. Mal gucken. Vielleicht, wenn mal was ganz Besonderes ist. Dann haben wir... Oh, die sind auch schön. Schmetterlinge. Die sind auch toll. Die sind so... Nennt man das perforiert? Wenn die so... Keine Ahnung. Ich mir diese ganzen Begriffe immer merke. Ne? Und Herzis. Die sind auch so. Die sind ja auch mal schön. Ich habe es eigentlich ja nicht ganz so mit Herzis, aber die sind echt toll. Die gefallen mir gut. Eulen. Eulensticker. Schaumstoff. Schaumstoff? Ich fange schon an zu lispeln. Hilfe. Oh, weia. Die Woche war zu lang. Zu viel Weiterbildung. Sollte vielleicht mal eine Weiterbildung in Sprache Logopädie machen oder so. Schaum, Stoff, Sticker. So, jetzt haben wir es. Meine Güte. Ist ja schlimm. Noch ein paar Schmettis. So, jetzt sage ich aber nicht wieder, ne? Man kann es da auch lesen. Schaumstoff. Sticker. Bienchen. Bienchen und Schmetterlinge. Schaumstoff. Die sind jetzt auch schön. Ich sag ja, es wird Frühling jetzt bei uns. Merkst du das? Ja. Noch mehr Eulen. Eulen. Eulen, Eulen. Eulen sind immer toll, ne? Und die passen ja auch so toll zum Herbst. Eulen und Füchse und Igel. Die hier unten sind niedlich. Wieder zusammen kuscheln. Oh. Süß. Nochmal Eulen. Glitzernde Eulen. Die sind auch hübsch. Auch so tolle Farben. Mal eigentlich, guck mal, die da oben, die sieht aus wie eine Vase. Mhm. Wenn die jetzt das Gesicht nicht drauf hätte, könnte es auch eine Vase sein. Eine ganze Menge Sticker. Oh, Acrylsticker und wieder so Essenskram. Süßkram. Marmeladengläser, das ist ja auch toll. Orange, Schokolade, Kirsche. Und Eis. Und Kuchen. Das ist ja auch toll. Mal so Bonbonbeutel hier. Die sind auch schön. Vielen, vielen lieben Dank, Tanja, für die tollen Sticker. Die gefallen mir alle richtig, richtig gut. Da habe ich auch... Ne, haben wir davon irgendwo welche? Nö. Mhm. Davon haben wir noch gar keine. Und dann haben wir noch diesen Stickerbogen. Ja, wenn ich den jetzt hochkant drehe, kann man wieder nicht alles sehen. Ne? Dann lassen wir es so. Mit Schrift. Smile, happy, friends, love, peace. Ja, finden wir auf alle Fälle auch irgendwas, wo wir die raufpappen können. Solche habe ich auch noch gar nicht. Noch ein Päckchen. Mit Knutschi, wie viele haben wir noch? Schaffen wir das, bevor das Handy den Geist aufgibt. Meine Güte, das Video geht ganz schön lang.
bitte, bitte, das ist schon das Erste. Was ist das? Was ist das? Na, was ist das, Cassie? Was ist das? Labello. Ich denke schon. Lippenbalsam. Und dann so viele. Bei uns gehen die ja immer drauf, ne? Irgendwie kaufen wir ständig welche, dann sind immer wieder welche weg, die irgendwo hin verschwinden. Ja, und die anderen, die sind auch immer ziemlich schnell aufgebraucht. Mal gucken, mal einen rausholen. Von daher ist das sehr, sehr schön, dass da gleich so viele drin sind. Vielen, vielen lieben Dank, Tanja. Und die brauchen wir auf alle Fälle. Immer doppelt. Da können wir die ja gerecht aufteilen, was? Stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hier sind immer gleich zweimal, das ist super. Muss mal kurz schnüffeln. Riechen die noch was? Ich rieche nichts. Liegt das an meinem Schnupfen? Macht aber nichts. Auf alle Fälle brauchen wir die immer und ständig und überall und gerade zu der Jahreszeit. Vielen lieben Dank, Tanja. Was haben wir denn hier? Sind das? Nee. Das sind. Ja. Eulen. Ja, Eulen. Das sehe ich auch. Ich dachte nur erst, das sind Sticky Notes, aber das sind gar keine. Das fühlt sich an wie eine Nagelfeile. Ja. Ich glaube, das sind Nagelfeile. Sind das? Hier steht nichts drauf. Da oben steht es doch. Meine Güte. Das sind Nagelfeilen. Eulennagelfeilen. Na, die werden wir bestimmt als Nagelfeilen benutzen. Hast du eine bessere Idee, was man damit machen kann? Auch nicht, oder? Na, mal gucken. Auf alle Fälle sind die ganz niedlich. Ja? Habe ich auch noch nicht gesehen, aber das war Teddy, glaube ich, ne? Stand. Ja. Da kommen wir eben so selten hin. Ne? Das ist wie mit dem Action. Das ist alles immer so, naja, 30, 35 Kilometer von uns weg. Sowohl Teddy als auch Seemann als auch Action. Dann pack mal aus. Aber es sind ja bald Winterferien, ne? Und da habe ich auch eine Woche Urlaub. Und da habe ich mir überlegt, ob wir mal einen Tag eine Tour machen. Einkaufstour. Zu Action, Seemann und Teddy. Mal gucken, ob wir es machen. Sticker, Ostersticker. Der Regenbogen ist ja hübsch. Die Hasis und die Küken. Die Küken sind so niedlich. Wir haben so richtige Knopfäuglein, meine Lampe spiegelt. Dankeschön, Tanja. Die glitzern ja mal toll, hä? Dann haben wir. Da haben wir Tags. Verschiedene, glaube ich. Denke ich, oder? Moment. Muss ich jetzt mal rausfummeln. Ja. Wenn ich sie dann rauskriege. Und wenn ich sie rauskriege, kriege ich sie dann nicht mehr rein. Ne? Dreimal diese. Dreimal diese. Boah, das Pink, das knallt ja ganz schön. Hä? Da kriegt man sie ja in den Augen. Aber das fällt dann noch wenigstens auf. Hä? Das ist auch schön. Die Muster hier drauf gefällt mir das gut. Dann doch diese und diese. Dankeschön. Die kann man immer gebrauchen zum irgendwo ranbamseln. Mal gucken, ob ich es jetzt wieder hier reingefummelt kriege. Doch, doch, es geht. So, dann haben wir Sticker. Bling, bling, Sticker. Einmal diese in, ja, so. Silber, würde ich sagen. Oder? Ja, ja. Ja, ja, du guckst schon wieder aufs Nächste. Bringst ja alles durcheinander. Und in rosa, violett, pink und blau. Dunkelblau. Dankeschön, liebe Tanja.
Ah, dann haben wir diese. Riesen. Ja, die habe ich jetzt erst benutzt. Wie heißen sie denn nun? Auf jeden Fall. Diese. Ja, genau. So große haben wir nämlich gar nicht. Wir haben nur einen ganzen Packen mit diesen kleinen. Und auf der anderen Seite sind noch. Noch größere. Das ist auch toll. Für Karten basteln und auch für die Schüttelkarten machen die sich nämlich ganz, ganz super. Mir fällt jetzt trotzdem Schaumstoffklebeband doppelseitig. Wir haben da noch einen anderen Namen. Ich komme wieder nicht drauf. Ach ja. Ich habe so das Gefühl, die Woche über hat sich mein Hirn abgeschalten. Dankeschön. Die brauchen wir immer. Den haben wir. Was ist das denn nun wieder? Eine Schablone, hä? Das ist eine Schablone. Ja. Zum. Moment. Schon wieder geknistert. Die klebt da dran. Die klebt hier dran. Kann ich die einfach abfetzen? Doch. Eine Schablone. Für so. Ja, wie nennt sich's? Nennt sich das Spritztechnik? Wenn man mit einer Zahnbürste oder einem Pinsel so die Farbe aufspritzt. Also ich kenne das. Wir machen das ja bei uns auch mit den Kindern. Ich habe das jetzt verkehrt rum eingesteckt. Wurst. Hauptsache ist wieder drin. Aber so eine Schablone haben wir da nicht dafür. Das ist natürlich auch sehr schön. Dankeschön, Tanja. Werden wir mal ausprobieren, wie das funktioniert, wenn wir, also was heißt wir, wenn ich mich nicht für dusselig anstelle dazu. Na, dann pack's doch mal aus. Ja, ist jetzt groß, ja. Zuerst das hier. Eine kleine Box mit Perlen in Pastellfarben. So längliche Perlen. Die sind auch schön. Dankeschön, Tanja. Ach, wer kommt denn da? Das Bärchen. Eine Bärchensilikonform. Yay. Na, sowas. Danke. Da müssen wir doch mal gucken, was wir damit machen. Machen wir da eine Bärchenseife. Oder Plätzchen. Oder Plätzchen. Mal gucken. Aber so eine Bärchenseife könnte man jetzt auch wieder an andere Kinder schön verschenken, ne? Nee. Na mal gucken. Dann haben wir hier das nächste. Haben wir es dann? Ja, nein, doch. Nein. Wir haben dann erstmal das. Versteckt. Du hast eins versteckt. Auch das noch. Na, Hauptsache, du findest das und du hast ja dann. Nailart. Nailart, bling, bling. Steinchen. Sagen wir mal so. Blümchen, Sternchen, Herzchen, Kreise und Tropfen. Ja, die nehme ich natürlich wieder für Schüttelkarten, Schüttelanhänger. Ne? Ich liebe ja diesen Schüttelkrams. Dankeschön, Tanja. Hier haben wir noch so einen Block. Und hier ist ein Magnet, da kann man das auch machen. Wow. Das zu zeigen. Ja. Du hast doch schon angefangen. Ja. Der sieht auf alle Fälle auch total schick aus, ne? Wow. Notizblock. Und der ist gemustert. Das innen ist sogar. Guck mal, die Blätter sind auch gemustert. Mhm. Aber das sind die gleichen. Das ist ja toll. Schön. Mit Magnet. Habe ich auch noch gar nicht sowas. Dankeschön, Tanja. Beutelchen mit Elefanten. Kätzchen. Irgendwo hatte ich jetzt diese Beutelchen in einem Video gesehen. Aus. Mit den Elefanten. Hier. Oh, und der Beutel ist ja auch noch so voll, Tanja. Meine Güte, du bist ja echt verrückt. So viel Zeug, bei uns liegt ja das halbe Sofa schon voll. Mhm. Holzteilchen. Yes, guck mal. Ein Body und ein Teddy und ein Kinderwagen. Das, den Body und einen Kinderwagen könnt ihr. Da weiß ich ja. Genau. Da weiß ich doch schon, wofür ich das nehme. Muss man bloß mal sehen dann. Da ist der Kinderwagen.
Ist das niedlich? Könnte man ja vorher auch noch anmalen und draufpappen, ne? Sollen wir mal schauen. Warte mal. Mal ein bisschen. Ich schütte das mal jetzt hier hin, ne? Ich sehe so. Oh, hier haben wir. Drei Eulen. Drei Eulen sogar. Und irgendwo hier ist noch eine einzelne. Ist noch eine, guck mal. Hm, noch eine Eule. Und noch eine. Noch? Doch, das ist auch eine Eule. Da haben wir Bausteine, das kann man auch fürs Babyalbum nehmen. Noch eine Eule, eine ganze Menge Eulen. Tschut, tschut, oder eine Eisenbahn, wenn es ein Junge wird. Tschut, tschut. Och, das kann man auch für Mädchen. Dürfen Mädchen nicht mit Eisenbahn spielen? Ja, doch. Mal ein Kreisel. Umkreisel. Da ist ja ganz vieles drin, was man dafür nehmen können. Tanja, das ist super. Ist noch eine Eule. Du hängst gleich vor der Kamera oder schmeißt um eins von beiden. Da ist der Body. Da ist noch eine Kamera. Eine Kamera, eine Eule. Ach, du Schreck, Marie. Jetzt bist du schon genauso durcheinander wie ich. Ein Eis. Das könnte man schön für unser Urlaubsalbum nehmen, das Eis. Und auch das Schiff da, guck mal. Wir sind da letztes Jahr so viel Boot gefahren und mir war immer so elendig schlecht. Ich saß dann da danach und habe mich eine Stunde bald nicht mehr eingekriegt, weil mir so elend schlecht war. Ein Schaukelpferd. Aber Hauptsache, dem Kind hat's gefallen, ne? Ja, mir hat's gefallen. Ich wollte eine Muschel. Muschel. Guck mal, du könntest das doch so rum machen. Und dann da hinlegen. Nee, hinlegen. Bevor du mir das hier doch noch einreißt. Ein Getränk, Limonade oder so, würde ich sagen. Ne? Da drinnen Blubots. Eine Sonne. Würde ich jedenfalls jetzt denken, dass das eine ist. Eine Blume. Noch eine Blume. Ganz viele Blumen. Moment mal kurz. So. Viele verschiedene Blumen. Wir fummeln heute so lange rum, das Video, das braucht dann 3 Tage zum Hochladen. Das ist, ja, was ist das denn? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir haben hier eine Strandtasche. Und dieses hier haben wir noch. Danke, Tanja. Also das können wir auf alle Fälle gebrauchen. Vor allem diese ganzen schönen, niedlichen Sachen fürs Babyalbum. Das passt ja richtig gut. Wir haben hier Bling Bling mit Herzkes. Mit Herzkes. Also Bling Bling. Kannst du mal ein Herzi rausholen? Wenn ich das ja aufrege, liebe Tanja. Doch, ist doch nur eine Schleife. So. Ja, ich weiß. Gut. Hier so ein schönes. Also, wem das jetzt hier zu lange gedauert, unser Gefummel und Gequatsche. Aber wir wollen das ja auch ein bisschen genießen, das Paket auszupacken. Wir mussten ja jetzt auch noch so lange warten, weil das schon seit Mittwoch hier stand und ich keine Zeit hatte. Weil ich teilweise erst um 8, 8:30 abends zu Hause war. Konfetti haben wir hier. Ja, so Streudeko. Macht sich auch super für alles, was Schüttelkrams ist, ne? Gießen tue ich ja bislang noch nicht. Mich interessiert das verbrennend und ich finde die Teile immer so toll. Aber ich habe mir jetzt mal gesagt, wenn ich damit auch noch anfange, ne? Weil das würden bestimmt die gießen, wie die Tanja, auf alle Fälle zum Eingießen nehmen, ne? Na, ich nehme es für meinen Schüttelkrams. Das haben wir zwar schon, aber... Aber eine Minitüte davon. Ist natürlich super, dass wir jetzt mehr davon haben. Da kann man das auch eher verbasteln wieder, ne? Ja. Wir hatten aus dem Kick, glaube ich, ne? Diese ganz kleine Tüte da mal mitgenommen. Ich kann ja auch mal eins. Ich finde ja. Ich kann ja. Diese Blätter hier sind toll. Ich finde ja das auch noch andere Sachen toll, aber die. Ja, das ist jetzt wieder mein, weil ich den Herbst so mag. Ne? Also alles, was so Blätter, Krams und so ist. Das hat man doch gerade schon. Hier ist das Plättchen nochmal.
Und da sind noch, Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt wieder zukriege, sonst haben wir das dann alles hier rumfliegen. Die Blätter und da sind Muscheln drin, Blümchen, Sternchen, Herzchen. Ja. Ganz viel Verschiedenes. Die sind toll, die Muscheln sind auch schön, ne? Dankeschön, Tanja. Und hier auch wieder so ein schönes so ganzes Säckchen mit Perlen, mit so weißen. Schimmer. So Strandperlen oder irgendwie so. Die sehen wieder fast aus wie Muschelperlen, ne? Sehr schön. Dankeschön, Tanja. Noch mehr Streudeko. Herzis. Einmal so, ja, man sieht es, glaube ich, ganz gut, ne? Diese ausgestanzten. Ja, in der Mitte dann das Herzi-Loch ist und dann diese kleinen. Auch eine ganze Menge. Dankeschön. Die sind ja mal mega geil. Hier solche, die sind mega geil? Ja, solche Perlen, die so halt. Ganz schön große Perlen auch, ne? Oh, die sind auch richtig schwer. Sind das Glasperlen? Ich denke, die so richtig schwer sind. Auf alle Fälle sind die schön. Die schimmern so richtig toll. Dankeschön. Willst du das zeigen? Oh ja, ja. Herzges, so Figuren, so Perlenfiguren. Perlenherzis. Perlenherzis haben wir nicht, ne? Wir haben nur die Sterne. Ja, doch, wir haben die. Oder? Herzen? Ja. Ich dachte, wir haben nur die Sternchen. Also hier in Kaufland, Dingsterbuster. Ach so, aber da sind ja bloß so ein paar einzelne drin. Ja. Und hier haben wir noch Sternchen. Solche, ja, ne? Hm. Sind das jetzt auch. Kommt eins raus? Hehe. Sind das jetzt auch so eine Art Flatbacks oder so? Sind hier hinten flach. Zum Aufkleben. Mal gucken, ob wir das wieder reinkriegen. Das wollte abhauen hier. Hier ist. In ganz vielen schönen Farben. Dankeschön. Hier ist nochmal der Beutel mit den Elefanten. Das sieht schick aus. Der Elefantenbeutel, ja, der ist schön. So, und jetzt kommt noch dein Paket. Und hier ist nämlich genauso, ne? Das kam auch schon so raus. So, na dann. Bitte schön. Danke. Ich bin ja echt mal gespannt, was er dir da reingepackt hat. Die habe ich schon, aber. Aber den Inhalt hast du ja bestimmt noch nicht. Na, warte mal. Leg mal hin und hol mal das andere noch raus. So. Dann haben wir noch eine Zeitung. Eine Zeitung? Oder? Nee. Okay. Guckst du dir dann mal an. Gucken. Und so, dass die anderen mitgucken können. Das ist jetzt. Warte. Kannst du da mal die Milka-Tüte mal ausräumen? Mal gucken, was da Schönes drin ist. So Band. So Vogelhausband. Ist das Klebeband? Weiß ich nicht. Tape. Ja, mit. Ja, guck mal, da sind zwei. Das ist halt so hektisch. Da sind die Häuschen und hier sind Eulen. Hier ist ein Ausmalheftchen. Mit so verschiedenen, ja, auch Cupcakes und Torten. So Leckereien. Eis. Vielleicht dann vielleicht gleich mal eins ausmalen. Da liegt doch eine Holzblume. Gut. Psst. Da steht Schokoladenlabello drauf. Den musst du jetzt mal auspacken.
Das interessiert mich jetzt. Mensch. Du musst das ja nicht haben. Please hold the line. Wir sind in der Warteschleife. Wir warten und wir warten und wir warten. Du weißt schon, dass ich kein Programm zum Schneiden habe? Ja. Das ist doch das Ding. Ja, mit dem Labello. So rum. Einfach ziehen. Oh ja, der schnüffelt nach Schokolade. So sieht er aus. Na, dann hoffe ich mal, dass du den dann auch ab und zu mal benutzt. Ja. Bevor die Lippen wieder aufreißen. Wir haben hier noch ein Ausmalset. Ich glaube, das sind die gleichen. Ja. Das ist übrigens Schokolade-Vanille, sehe ich gerade. Da bin ich ja echt mal gespannt, wenn du so einen tollen Labello jetzt hast. Dann haben ob du den nimmst. Sticker von Lilifee mit Perlchen. Kapselsticker. Ja, Kapselsticker. Die sind ja toll. Ja. So Zirkus, ja? Lilifee im Zirkus. Das Schwein macht Handstand. Ja, ich habe Sticker bekommen. So Monster-Sticker. Ach, die sind ja niedlich. Ja, der sieht toll aus. Ein richtiger Flatsch. Oder der da unten. Der da unten mit dem langen Rüssel, wie der guckt. Und dann habe ich hier noch eine ganze Menge Glitzerleim. Glitzerstifte, oder? Ja. Na, dieser Leim ist das Glitzerleim. Ein paar hast du ja schon, ne? Mhm. Jetzt hast du noch eine ganze Menge Farben hier. Dann ist hier das Dingsterbumster. Das Dingsterbumster. Ja, da sind auch so Basteldinge drin mit Perlen und da ist auch noch ein Glitzerlein. Und ein schönes Band mit Pünktchen. Ja. Eine Fahne von Girlande. Girlande basteln kann man damit. Und hier noch Cinderella. Ja. Und wie die heißt, das weiß ich nicht. Dornröschen, würde ich sagen. Oder die Schöne und das Biest. Ja, hier siehst du die Feen. Das ist die Schöne, genau. Und Biest. Belle, guck mal, steht sogar groß da. Stimmt. Wie heißt sie? Ach du Jemini, die fällt mir jetzt auch nicht ein. Auf alle Fälle von Aladdin, ne? Ja, Aladdin. Na, die kennen wir ja, Schneewittchen. Oh ja, die habe ich zu Weihnachten spielen müssen bei mir auf Arbeit. Oh, und... Nee, Quatsch. Rotkäppchen war es ja. Schneewittchen hatten wir letztes Jahr. Und das... Beziehungsweise vorletztes war es dann. Wie die heißt, weiß ich nicht. Das ist aber, glaube ich, der Frosch. König. Ja. Aber wie die heißt, das weiß ich nicht. Rapunzel mit dem... Mit dem tollen Chamäleon. Dann haben wir hier Merida. Und hier Belle, Ariel und diese Dings da halt hier. Dornröschen. Merida und Rapunzel. Siehst du, jetzt weißt du, wie es mir geht, wenn wir diese ganzen Namen von dem Bastelkram da einfach. Aschenputtel? Schneewittchen. Schneewittchen. Ja, das ist. Und schöne Schmettis und Blümchen. Was hängt denn hier dran? Meine Güte. Das ist zu eng auf dem Tisch. Da hinten hat man sie nochmal alle. Kann man eine schöne Girlande basteln. Oder man verbastelt es für andere Sachen. Man kann ja die Motive auch für Karten nehmen oder so. Ne? Das ist mein. Ja, wie du das machen möchtest. So, jetzt haben wir es geschafft. Vielen, vielen lieben Dank. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank, Tanja. Also wenn ich das jetzt alles auf den Tisch packen wollte, ne? Ich glaube, das geht gar nicht. Nochmal das Ausmalset. Aus meinem Heft. Besonders gut gefällt mir ja
das ganze Papier, ne? Ja. Vor allem das glitzernde Papier und die Sticker. Ja, die sind toll. Diese, und auch die ganz kleinen Blöcke. Diese Monster-Sticker. Ja, das sind auch. Das ist auch ein kleiner Block. Hier, und warte. Das sind so die kleinen Blöcke. Dafür auch ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Das können wir nämlich auf alle Fälle richtig, richtig gut fürs Babyalbum gebrauchen. Ja, und hier, wie gesagt, wenn du nichts dagegen hast, würde ich eventuell diese Wolle meiner Cousine geben. Zum Häkeln, Häkeln, Stricken, was auch immer. Vielleicht macht sie da auch mal noch so ein tolles Tierchen. Vielleicht auch ein kleineres. Waren ja zwei Packungen. Ja. Liebe Tanja, ich bin so ein bisschen sprachlos. Und ich war so höllisch aufgeregt beim Auspacken. Ach du Jemine, es ist heute wirklich schlimm. Auf alle Fälle ganz, 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 ganz herzlichen Dank, dass du mit uns getauscht hast. Und vielen Dank für die ganz, ganz tollen Sachen. Also es gibt eigentlich jetzt nichts, was hier dabei wäre, was wir schon hätten, ne? Von daher ganz, ganz lieben Dank und auch danke also, für die Leckerlis. Außer also das Tütchen, aber... Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.